Ja, guten Abend, herzlich willkommen zu unserer Bibelstunde. Wir wollen die Plätze einnehmen und dann pünktlich beginnen und auf ein Vorspiel hören. Wir wollen diese Bibelstunde im Namen Jesu beginnen und ich grüße Sie mit der Losung des heutigen Tages aus 2. Mose 33. Sieh doch, dass dies dein Volk ist. Paulus, Lehrtext. Gott hat euch berufen durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. So heißt es in 2. Thessalonicher 2, Vers 14. Sie haben es vielleicht beim Vorspiel schon gemerkt, schon mitbekommen, um welches Lied es da gegangen ist. Das wollen wir jetzt gemeinsam auch singen. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Und dieses Lied singen wir in zwei Teilen. Die ersten drei Strophen, dann gebe ich Ihnen einige Informationen und dann singen wir danach noch die restlichen drei Strophen. Gebetet und getröstet wunderbar.
Ja, wieder die Information, dass wir ja Blätter auf Ihrem Platz ausgelegt haben oder Sie sie bekommen haben am Eingang. Da sollten Sie Ihren Vor- und Nachname auf dieses Blatt schreiben und dann auch am Ende der Bibelstunde am Ausgang abgeben. Und auch diesmal gilt, falls Sie nicht Gast im Haus, Gemeindemitglied oder in der Freundeskreis-Adressliste sind, dann sollten Sie auch auf diesem Zettel Adresse und Telefonnummer notieren. Und wie immer betont, nach 4 Wochen wird das ordnungsgemäß vernichtet. Was gibt es an Veranstaltungen anzukündigen? Nächsten Sonntag machen wir Fortsetzung im Buch Daniel, Glaube in antichristlichen Verhältnissen. Davor die Möglichkeit zum gemeinsamen Gebet im kleinen Saal. Dann haben wir kommenden Dienstag um 16 Uhr unsere monatliche Mahlfeier im Gruppenraum 1, 16 Uhr, Dienstag, Gruppenraum 1, die Mahlfeier. Nächsten Mittwoch wird Norbert Rose die Bibelstunde halten, Fortsetzung im Buch der Sprüche, Sprüche 13, Wissen, wo man hingehört. Anschließend an die Bibelstunde wird dann die Mahlfeier sein. Jetzt wollen wir von, Bonhoeffer, Mensch, also so langsam, ne? Bonhoeffer, die nächsten 3 Strophen singen. Und wenn ich das Lied singe, denke ich immer, wir waren vor kurzem auf einem Weg nach Berlin im KZ Buchenwald, haben uns das mal angeschaut. Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass er dort ja lange Zeit als ja, in einem Sonderbereich mit anderen Sondergefangenen war. Und wenn Sie da mal vorbeikommen in der Nähe von Weimar oder bei Weimar, kann man sagen, das sollten Sie sich mal anschauen. Das gibt dann doch wieder eine ganz andere Perspektive. Dieter, uns beiden ging so, der Jan Seeler war noch dabei. Und da wird es nochmal ganz anders eindrücklich. Man kann auch die Zelle von Paul Schneider, also diesen sadistischen Quälbereich anschauen. Und da kriegen sie schon Beklemmungen, ohne dass man ihnen was antun will. Nur wenn man da die Tür zumachen würde. Ja? Also ist schon alles schrecklich genug. Und wenn ich es richtig weiß, hat er dieses Lied auch in der Zelle geschrieben. Wir singen die nächsten 3 Strophen. Thank you.
Wir hören auf den Text für die heutige Bibelstunde aus der Offenbarung im Kapitel 20, die Verse 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Wir beten. Herr, lieber Vater, im Namen Jesu danken wir dir für diesen Abend. Hab Dank, dass wir auf dein Wort hören dürfen, dass du zu uns sprichst. Und hab du auch ganz herzlich Dank, dass wir, so wie wir es auch gesungen haben, wirklich von wunderbaren Mächten umgeben sind, geborgen sind in dir. Dass wir auch in diesen verrückten Zeiten, in dieser verrückten Welt wirklich getrost auch sein dürfen. Durch deinen Sohn, durch Jesus Christus, unseren Herrn und unser Haupt. Dank, dass wir uns auch hier treffen können, dass du uns durch dein Wort verändern möchtest. Segne du unseren lieben Bruder Rainer Wörz, schenke du ihm Vollmacht, Weisheit, uns dein Wort auszulegen. Schenk du uns wirklich offene Herzen. Sprich du zu jedem so auch in seine Situation hinein, wie du es heute haben möchtest. Wir danken dir dafür, bitte dich um deinen Segen für diese Stunde. Amen. Ja, immer wieder mal hört man auch in den Gemeinden von Einzelnen den Satz, ich hoffe, mir reicht's. Zu mir kam schon manchmal in die Seelsorge Menschen, die das auch gesagt haben. Einmal war es eine schon recht betagte Dame, die auch Jahre und Jahrzehnte schon in Glaubenskurse ging und auch in die Gemeinde. Und man ist dann schon ein bisschen erstaunt und fragt sich, liegt es an der Verkündigung, liegt es am Hören oder woran hängt es so ein bisschen? Denn da steckt ja ein völlig falsches Verständnis dahinter. Denn wenn wir fragen, ich hoffe, mir reicht's, dann müssen wir eigentlich von der Bibel, vom Neuen Testament her sagen, nein, es reicht nicht. Es reicht niemand, es wird nie reichen. Denn der Mensch aus sich kann Gott nicht wohlgefallen als gefallener Mensch. Er liebt ihn, aber er ist unter die Sünde gefallen und so wie er ist, kann er Gott nicht gefallen. Aber wir wissen doch, dass der Sohn Gottes in diese Welt gekommen ist, um Sünder selig zu machen, um es mal mit Luther zu sagen. Und wir wissen doch, dass wir aufgrund der Gnade Gottes errettet sind, nicht aus unseren Werken, so sagt es der Apostel Paulus im Epheserbrief. Wir finden Glaubende in allen Denominationen. Das ist das Interessante. Man darf nie die Konfession, die Denomination mit den einzelnen Menschen, Geschwistern oder Gläubigen verwechseln. Also ich kann nicht sagen, um ein Wort von Michael Hahn zu gebrauchen, der gesagt hat, die Hure Babylon ist nicht da oder dort und die Gemeinde, die Kirche nicht, sondern die Hure Babylon ist überall und die wahre Kirche, die wahre Gemeinde ist auch überall. Der Riss geht durch alle Gemeinschaften und Gemeinden. Und das Entscheidende und das Schöne ist eben, dass es überall auch wirklich Glaubende gibt. Ich hoffe mal und ich denke mal und so ist auch mein Eindruck jetzt seit Jahrzehnten, seitdem ich auch auf der Lahö bin, dass es hier besonders viele sind. Und ich sage mal, der Anzahl derer, der Dichtigkeit gemessen an den Zuschauern in der Bibelstunde ist ganz besonders hoch. Und es wäre schön, wenn heute Abend niemand diesen Raum verlässt und nicht sagen kann, doch, ich will auch und ich bin gewiss, nicht weil ich so ein toller Hecht bin, sondern weil der Herr für mich eintritt. Ich habe Ihnen mal ein Zeugnis gebracht, das geht nun auch ins Dritte Reich, von einem katholischen Priester, Franz Reinitsch, ein Österreicher. Und der hat Adolf Hitler abgelehnt und ging dann einen schweren Leidensweg. Er sprach ganz offen von der Unvereinbarkeit des Glaubens mit den Vorstellungen des Nationalsozialismus.
Und so hat er am 12.09.1940 Predigt und Redeverbot bekommen. Und er hat dann trotzdem weitergearbeitet. Sein Satz war: Ich kann als Christ und Österreicher einem Mann wie Hitler niemals den Eid der Treue leisten. Er hielt Hitler für den Antichristen, lehnte den Fahneneid als Soldat ab und natürlich bei dieser permanenten Verweigerung kommt er dann vor das Reichskriegsgericht und wird dort zum Tode verurteilt. Und ich wusste gar nicht, dass das auch praktiziert wurde im Dritten Reich, obwohl ich mich viel mit dem Dritten Reich beschäftigt habe. Er wurde im August 1942 enthauptet. Also dass die Todesstrafe praktiziert wurde, ist ja klar, aber dass eben enthauptet wurde, das habe ich nicht gewusst. Und jetzt kurz vor seinem Tod, also August 1942, hat er in seinen Tagebüchern, die hat man dann später seiner Familie übergeben, Juli 1942 in der Haft in Berlin-Tegel notiert: Heiland, es will Abend werden, denn der Tag hat sich geneigt. Mein Lebensgang geht zu Ende. Das Reichskriegsgericht ist nur der Ort, wo ich den strengen Richter erlebe. Das bald darauf folgende Reichsgottesgericht, so hoffe und vertraue ich, lässt mich die unendliche Liebe Gottes erleben. Unerwartet, aber es gilt, Stellungsbefehl für das Christkönigreich. Tag und Nacht im Beisein des guten Hirten, den Kampf zu Ende zu führen, löst nicht nur Sicherheit und Ruhe, sondern Freude und Seligkeit aus. Liebe, lass mich bitte, bitte nicht mehr zurückkehren ins Leben. Unendliche Liebe, lass mich dich wieder lieben. Ja, hier also große Glaubenszuversicht und auf der anderen Seite denn eben auch Unsicherheit aus den jetzt schon genannten Gründen. Und wenn wir uns heute mit dieser kleinen Reihe über die Offenbarung, das hat sich ja aus der Corona-Krise so ergeben, Fortsetzung machen, dann kommen wir jetzt ja, nachdem wir in Offenbarung 20 in den ersten 10 Versen die klassische Stelle über das sogenannte Millennium betrachtet haben. Millennium, das ist die Lehre über das tausendjährige Reich, ob es nun genau 1000 Jahre sind oder die Symbolzahl ist, das ist jetzt nicht so wichtig. Jedenfalls 6-mal steht da etwas von 1000 Jahren. 1000 Jahre ist der Teufel gebunden. 1000 Jahre werden die glückselig sind, weil sie der ersten Auferstehung teilhaft sind, mit dem Christus herrschen und regieren, die Märtyrer der letzten Zeit, die das Mahlzeichen nicht angenommen haben, die das Tier nicht angebetet haben. So weit sind wir ja noch gar nicht. Ich kriege ja immer wieder, oder wir kriegen als Langensteinbauhöhe ja immer wieder auch Zuschriften und Fragen. Also das sind manchmal natürlich schon so ungefähr, was steht in der Bibel? Ja, Ralf Dieter, was soll man da antworten? Lies sie mal, ja. Also, und heute hat jemand mir gesagt, da behauptet doch irgendjemand sie aber nicht, dass das Masketragen schon etwas mit dem Mahlzeichen des Tieres zu tun hat. Ja, und etwas Satanisches hätte. Also, und dann, sie kann da nicht mit und fragt nun nach guten Gegenargumenten, aber ja, aber in der Zeit sind wir noch gar nicht. Wir sind auch nicht im tausendjährigen Reich, wir sind noch nicht mal in der letzten Zeit. Wir sind noch, was wir jetzt all die Jahre und Jahrzehnte bezeichnet haben, in den Senkwehen, in der Vorbereitung Senkwehen. Das Kind wird jetzt in den Beckenbereich gelegt, gedreht, eingeloggt. Auch ein Lockdown, aber ein anderer, dass dann der Geburtsvorgang irgendwann beginnen kann und mit den Austreibungsphase, mit den Presswehen auch dann zum Ende kommt. So, aber so weit sind wir nicht. Das wäre dann 70. Jahrwoche, das wären die letzten 7 Jahre. Wir sind immer noch im Bereich, die Bühne, die endzeitliche Bühne wird bereitet. Aber dann läuft alles ganz schnell ab. Es kann auch jetzt schon unheimlich schnell gehen. Das ist ja das, ich habe das schon so oft gesagt, wir sollten weder die Dinge überstürzen, noch sollten wir sagen, es geschieht alles noch lange nicht. Und das ist eine Spannung, die muss man erstmal aushalten. Ja? Meistens kippt man in eine Seite. Nein, es kann wirklich ganz schnell gehen. Es kann auch persönlich ganz schnell gehen. Ich denke immer, ich habe das schon manchmal erzählt, der eine Bruder, der, du warst vielleicht oder ihr wart vielleicht da auch dabei bei der Freizeit, der am Abend noch in der Versammlung saß und am nächsten Morgen kriegt man die Nachricht, der ist heute Nacht heimgegangen. Da kam wie ein heiliger Schrecken auf die ganze Freizeit. Da waren so 100, 120 Leute da. Da fand ich besonders eindrücklich. Also es kann die Parousie des Herrn, nicht für die ganze Gemeinde, das Kommen des Herrn, das kann für mich, für dich, für sie heute Nacht sein. Nachher. Also, aber jetzt, wenn wir mal vom Generellen kommen, sprechen,
Naherwartung heißt nicht, dass man sagt, das muss morgen oder übermorgen oder dieses Jahr oder nächstes Jahr noch geschehen. Naherwartung heißt, auf gepackten Koffern sitzen, bereit sein. Das heißt Naherwartung. Damit rechnen, nicht überrascht sein, wie ein Dieb in der Nacht. Huch, der Herr kommt. So, aber auch die Bereitschaft, und das lernen wir eben auch aus den vielen Gleichnissen der Endzeitrede Jesu, die zeigen, es zieht hin. Nun ist es auch so schwierig. Was heißt es zieht hin? Ja, wenn Sie ein Kind fragen, das auf der Urlaubsfahrt von Deutschland nach Italien, Kind, es zieht sich noch hin, dann können Sie erleben, dass nach 5 Minuten vom kleinen Kind die Frage kommt, sind wir jetzt da und kriege ich jetzt mein Eis? Ja. Und dann sagen wir, Bub, wir sind doch gerade erst losgefahren. Ja? Ein Erwachsener hat da schon ein anderes Zeitempfinden. Der fragt vielleicht mal nach ein paar Stunden. Ja? Ich habe kleine Schläfchen gemacht auf dem Beifahrersitz. Wo sind wir denn? Sind wir schon in Österreich? Sind wir schon in Italien? So, es kann schon sein. Aber Gott hat nochmal ein anderes Empfinden. Es muss nicht unbedingt, und das ist nicht deckungsgleich mit unserem Empfinden. Es ist nahe herbeigekommen, bedeutet nicht nach unseren Maßstäben. Kann aber auch ganz dicht sein. Und da merken Sie schon, ich betone das immer wieder so, nicht rechnen heißt nicht wissen, aber bereit sein. Das ist Naherwartung. Und dann wird, wenn der Herr zunächst zur Gemeinde gekommen ist und dann in Macht und Herrlichkeit am Ende der 7 Jahre, um das Reich aufzurichten, dann beginnt eben dieses sogenannte Millennium, das 1000-jährige Reich, das 6-mal erwähnt wird. Ich habe schon 2 Stellen genannt. Und dann ist das aber immer noch nicht der letzte Takt. Das ist ja ganz anders wie die Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen in der reformierten Theologie. Da hat man sozusagen Martin Luther und Calvin, die haben überhaupt keine ausdifferenzierte Lehre von den letzten Dingen, sondern da kommt alles auf einmal am jüngsten Tag. Der Herr kommt, das Gericht kommt, die Rettung kommt, die neue Welt kommt. Punkt, Ende. Es geschieht alles auf einmal. Aber wir haben hier ja seit vielen Jahrzehnten auch, wie ich glaube, auf einer guten Tradition über Jahrhunderte, vielleicht sogar über Jahrtausende beruhen, eine etwas differenzierte Schau des Ablaufes, bis die letzten Dinge dann eben in der Weltvollendung geschehen. Und da sagt die Bibel eben, nach den 1000 Jahren, also die 1000 Jahre sind keine Chiffre für unendlich, denn nach unendlich gibt es nicht, so viel Mathematik beherrschen wir alle noch. Nach den 1000 Jahren wird der Teufel nochmal losgelassen. Und wir haben das schon betrachtet, dass wir dann noch einmal eine Verführung haben. Eine Verrückte ist ja, dass 1000 Jahre der Segnung des irdischen Paradieses, des Gebundenseins des Bösen, den Menschen, der sich nicht Christus ausliefert, nicht von Herzen, nicht von innen, nicht ontologisch, nicht wesensmäßig verändert, sondern er bleibt ein Sünder. Und bei erster Gelegenheit, der Teufel wird losgelassen und verführt die Menschen und sie fallen wieder auf ihn herein. Nicht, weil er so raffiniert ist, das mag vielleicht noch dazukommen, sondern weil sie einfach noch nicht im Neuen sind, weil sie ihr Herz nicht geöffnet haben. Und dann haben wir die Schilderung, wie dieses 1000-jährige Reich, Feuer Gottes fiel vom Himmel. Und sie wollten ja gegen die heilige Stadt, gegen das Hochplateau Jerusalems ziehen, das dann im 1000-jährigen Reich sein wird. Und dann wird im Übergang von dem Vergehen alter Erde, alter Himmel und alte Erde und dem Werden und der Transformation alte Himmel und alte Erde in neue Himmel, neue Erde. Gott wirft nicht das eine in Mülleimer, sondern er transformiert durch ein Feuergericht. Das ist ein Unterschied. Gott macht keinen Abfall. Gott wirft nicht weg. Gott verändert. Das ist ein Riesenunterschied. Also in diesem Übergangsprozess, Kapitel 21 beginnt ja dann, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde und das neue Jerusalem von Gott vom Himmel herabkommt, zu aller Mutter droben. So, und in diesem Übergang wird jetzt der große weiße Thron, das Gericht, geschildert. Und da eiern die Leute auch. Da eiern die Leute auch. Müssen wir da auch noch hin? Was ist denn das mit den Büchern? Was steht da wohl drin? Werde ich da durchkommen? Aber wenn man es genau betrachtet, ist dieses Gericht überhaupt kein Gericht für die Gemeinde. Ja, genau gesehen muss die Gemeinde in gar kein Gericht mehr. Nicht, sie wird nie gerichtet,
aber sie muss in kein Gericht mehr. Warum? Weil das Gericht schon hinter ihr liegt. Wir sind schon gerichtet. Und wissen Sie, wie das Urteil gelautet hat? Todesurteil. Aber der Richter hat die Robe ausgezogen und hat sich selber für uns auf den Richtblock gelegt. Das ist Kreuz. Das ist das Kreuzesgeschehen. Er starb für uns. Insofern sind wir nicht ohne Gericht gerettet, sondern durch das größte Gericht zum Heil gelangt. Der Sohn Gottes, Gott selber, hat das Gericht getragen. Nun, wenn wir einmal so ein paar Gerichte anschauen, um da durchzukommen, dann müssen wir sagen, jetzt rein mal von unserer Warte aus gesehen, wir gehen jetzt davon aus, dass wir in der Endzeit, aber noch nicht in der Letztzeit leben. Endzeit deswegen, weil es einen Staat Israel gibt, der absolut biblisch notwendig ist für den Ablauf der letzten Dinge. Und Hesekiel 38 sagt ganz klar, am Ende der Tage werde ich dich aus allen Völkern sammeln. Und da wird auch weiter geschildert. Es gibt übrigens einen doppelten Weg der Errettung ganz Israels. Das eine ist im Land. Die müssen erst durchs Gericht, insbesondere dann durch die Drangsal Jakobs, letzten 3,5 Jahre. Außerhalb des Landes kommen sie oft schon vorher zum Glauben. Die meisten messianischen Glaubenden gibt es gar nicht in Israel. Das sind vielleicht 10.000, 15.000, ein paar haben wir besucht schon. Ja? Und etliche kommen auch hierher. Aber die meisten messianischen Juden gibt es in den USA und in Kanada. Man schätzt etwa 200.000 bis 400.000, ist schwer zu sagen. Aber viel mehr jedenfalls als in Israel. Und das sind, wenn man das bei den Propheten folgt, das sind auch zwei unterschiedliche Wege. Die einen erleben sozusagen erst die geistliche Erneuerung und dann die Rückführung. Und die anderen erleben die Rückführung und dann die geistliche Erneuerung. So, aber auf was geht die Gemeinde zu? Die Gemeinde geht auf die Entrückung zu. Und da wird ja dann... Noch einmal, man sagt das Gericht am Richtstuhl, die meisten sagen über Bema Christi Preisrichterstuhl. Ich halte diese Bezeichnung nicht für besonders glücklich, weil das erweckt den Eindruck, als geht es hier nur noch darum, kriegt man den dritten, den zweiten oder den ersten Preis. Das ist aber nicht schriftgemäß, denn es steht auch geschrieben, dass Beschämung dort sein wird, dass Werke verbrennen werden, dass es sozusagen Schmerzen gibt. Aber es ist kein Gericht mehr über Verdammnis oder Heil. Es ist das Gericht der bereits zu Christus Gehörenden, der Geretteten. Aber nun muss ja mal geklärt werden, was in diesem Leben alles so war und was bis dahin nicht geklärt ist. Was schon ins Licht gestellt ist, das kommt dann nie mehr zur Sprache. Vergeben, gereinigt, Licht. Alles, was ins Licht gestellt wird, ist Licht. Aber es gibt so viele Dinge, die noch zu klären sind. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Wir könnten jetzt sagen, wenn wir die wirklich ernsten Christen fragen, wie endet die Welt einmal, dann werden sie also ganz unterschiedliche Aussagen hören. Also solche Aussagen, die sich total widersprechen. Wo wird denn das einmal geklärt, wie es jetzt wirklich ist in der Bibel? Was heißt, dass ganz Israel gerettet wird? Was geschieht wirklich auf neue Himmel, neue Erde und so weiter? Also auch schon da muss der Herr doch mal die Gemeinde kann doch dann nicht mit diesem, ein Teil hat ja dann eine Fehlwissen und eine Fehlprogrammierung, vielleicht sogar alle, und das muss doch, also allein das muss schon mal ins Licht, dass da keine Unklarheiten sind. Und dann gibt es so viele Dinge, ich behaupte immer, die meisten Sünden sind uns nicht bekannt und bewusst. Die meisten Sünden sind nämlich nicht aktive Sünden, sondern Unterlassenssünden, nämlich nicht zu lieben. Es gibt Leute, die kann man auf bestimmte Dinge ansprechen. Wieso? Ich habe doch nichts gemacht. Ja, eben. Ich kenne ja den alten Witz, als Ex-Beamter darf ich das sagen, wo die zwei Beamten runterschauen. Auf der Straße wird gegen die Faulheit im öffentlichen Dienst demonstriert und da sagt der eine Beamte zum anderen beim Runterschauen, ich weiß gar nicht, was die Leute haben, wir tun doch nichts. Ja, also so sagen manche Christen, der hat doch nichts getan. Das kann aber eine Sünde sein. Denn die Schrift sagt, du sollst dich um deinen Bruder mühen, du sollst ihn lieben. Also da ist mehr. Unserem Bemühen sind eigentlich Grenzen gesetzt. Es gibt Situationen, da geht gar nichts, da muss man dann warten und beten. Aber jetzt mal davon abgesehen, nicht lieben, das ist sozusagen viel mehr
als das, was uns immer so, oh, ich habe ein bisschen gelogen, mit der Steuererklärung, es waren doch nicht 14 Kilometer Arbeitsweg, sondern eigentlich nur zwei, oder ich weiß nicht, ja, es sind ja noch relativ harmlose Dinge, aber es können ja noch auch ganz andere Sachen sein. Also, Streitereien, es ist so schade, neulich hat mich ein Bruder angesprochen und hat gesagt, er möchte das und das klären. Wunderbar. Wunderbar, habe ich gedacht. Und wir haben das klären können. Da war ich auch gar nichts. Und er wollte nur noch mal sicher gehen, dass das in der Freizeit in der Schweiz gewesen. Aber er möchte nur nicht hier abtreten und das nicht geklärt haben. Fand ich toll. Fand ich toll. Findet man selten. Die meisten verrammeln sich in ihrer Sicht und sagen dann noch voller Uneinsichtigkeit im Stolz, soll doch der andere. Das ist schade. Also, aber jeder wird bei Licht betrachtet und nachdenken, sagen ja, ein paar Dinge gibt es schon noch zu klären. Bitte nicht verwechseln, das ist jetzt nicht, die Gemeinde wird nicht mehr verdammt. Sie ist grundsätzlich angenommen, ja. Aber wie es in einer Familie auch mal ein paar Worte gibt, wenn was nicht gut ist, aber nicht, dass man das Kind verstößt, so ist es in der Familie Gottes auch. Und das ist der Richtstuhl Christi. Da gibt es Lob, da werden innere Vorgänge aufgezeigt, da gibt es Korrektur. Ich sage immer, ich stelle mir das so vor, der Herr schaut dich an, da ist schon alles glasklar. Kennen Sie das, wenn jemand so ein, es gibt ja manche Menschen, da fühlst du dich förmlich durchschaut. Die haben so einen Röntgenblick und sowas gibt es geistlich auch. Schauen einen nur an und er weiß Bescheid. Ja, als Kind war das ja manchmal so. Irgendjemand sagte mir jetzt neulich, bis drei, warst du das, Peter? Bis drei können Kinder nicht bewusst lügen. Also selbst wenn sie was gemacht haben, dann können sie nicht lügen. Aber ab drei, so in diesem einen Experiment, da haben sie dann bewusst auch die Unwahrheit gesagt. Aber bei den Kleinen, da muss man nur mal ein bisschen ernst gucken, dann knicken sie ja doch meist ein, ja. Man wird allerdings leider auch ein hartgesottenerer Lügner. Je mehr man lügt, desto mehr, weniger merkt man es. Das gibt es sogar bei Christen. Richtstuhl Christi. Geht nicht mehr um Verdammnis oder Heil, sondern darum, was Gott durch die Gnade in unserem Leben auswirken konnte. Ich sage es mal so, ob wir ihm viel oder wenig im Weg standen. Und dort, wo wir uns hingegeben haben, werden wir noch belohnt. Gott belohnt uns für das, was er in uns getan hat. Das ist also ein reiner Gnadenakt, aber natürlich auch eine Korrektur. Das findet unmittelbar nach der Entrückung statt. 2. Korinther 5, Vers 10. Wir müssen alle vor dem Bema, dem Richtstuhl Christi, offenbar werden. Richter ist der Christus, die, jetzt sage ich doch, zu Richtenden ist die Gemeinde, obwohl es hier nicht mehr um ein Verdammungs- oder Rettungsgericht geht, sondern um ein Beurteilungsgericht. Dann haben wir ein Gericht über Israel nach Matthäus 19, Vers 28. Ich lese uns mal die Stelle. Jesus sagt seinen Lernschülern, ihr werdet in der Wiedergeburt, also in der Wiedergeburt Israels, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Also das zur Erneuerung kommende Israel hat geistliche Prozesse vor sich, unter anderem eben auch das, was in Matthäus 19, Vers 28 geschrieben wird. Dann kommen wir zu den Schafen und Böcken. Da wird ja nun, du hast es sicherlich auch schon oft gehört, ganz oft vermuten die Christen, dass wir das sind, ja, die den geringsten Brüdern ein Glas Wasser gegeben haben, sie im Gefängnis besucht haben und die anderen eben nicht. Hallo, das hat mit der Gemeinde gar nichts zu tun. Aber wirklich auch gar nichts, auch wenn es immer wieder zitiert wird. Hier geht es überhaupt nicht um Glauben. In diesem ganzen Abschnitt, Matthäus 25, des Gerichtes über Schafe und Böcke, zur Rechten und zur Linken, wird von Glaube überhaupt nicht gesprochen. Nicht einmal die positive Gruppe, die geringsten seiner Brüder besucht hat, Wasser gegeben hat und so weiter, sich ihrer erbarmt hat, die sagen nicht, ja, wir haben ja an dich geglaubt und darum haben wir das getan. Die sagen sogar, wann haben wir dir? Ja, das sind gerade nicht unbedingt Glaubende, sondern ich sage mal, es kann auch religiöse Motive haben, aber es können auch Philanthropen sein, Humanisten. Gibt es zum Beispiel im Dritten Reich, haben wir so schön Anschauungsunterricht,
dass Menschen aus reiner Menschenfreundlichkeit und Liebe auch ihr Leben riskiert haben, Menschen, Juden versteckt haben, anderen das Leben gerettet haben oder sogar mit ins KZ gekommen sind. Das gab's. Wenn Sie in Yad Vashem in Jerusalem sind, da finden Sie ja dann die Allee der Gerechten, diese Bäume, die da gepflanzt sind, unter anderem auch Oskar Schindler hat ja einen Baum bekommen und so. Nun kann ich nicht sagen, dass Gott genau an der Allee entlang geht und sich die Namen notiert. Gott hat da schon seinen eigenen, aber so in diese Richtung. Vielleicht hängt es auch sehr stark mit der Verfolgung in der letzten Zeit durch die ganze Geschichte hindurch, aber gerade auch in der Drangsal Jakobs zusammen, auch über die verfolgte Gemeinde. Schon in dem Evangelium sagt der Herr, wer einem Propheten einen Becher Wasser gibt, der bekommt den Lohn eines Propheten. Also da haben wir auch so einen Sinnzusammenhang. Ja? Er nimmt praktisch Anteil. Jetzt mögen Sie sagen, ja, das ist ja dann doch irgendwie eine Leistung. Nein, es ist keine Leistung, es ist ein Gnadenakt. Der Herr sagt, wo du dein Herz bewegen lassen hast, da bewegst du mein Herz, du darfst eingehen ins Reich. Er ist immer noch kein Kind Gottes, aber er kann es jetzt im tausendjährigen Reich werden. Man kann ja im Reich Gottes als Gemeinde sein, als erneuertes Israel und als Bürger im Reich Gottes. Da gibt es ja nicht nur Kinder Gottes. Also das Gericht über Schafe und Böcke, der Maßstab ist nicht Glaube oder Unglaube, sondern das Verhalten gegenüber den geringsten meiner Brüder. Natürlich, die Nutzanwendung gilt immer für die Gemeinde. Nicht, dass Sie sagen, wenn es dann doch mal noch eine Verfolgung gibt in unserer Zeit vor der Entrückung und dann flieht jemand zu Ihnen und sagen Sie, Moment einmal, Bibelstunde Langensteinbauer Höhe, 19.8., ich habe gehört, Matthäus 25 ist nicht für mich, tut mir leid, du musst dir einen anderen suchen, wo du Zuflucht findest. Das ist natürlich Quatsch. Ja? Also, nur das ist nicht unsere Halsebene, wo wir sagen, jetzt muss ich das und so und nur so werde ich gerettet. Und dann haben wir jetzt noch unser Gericht am großen weißen Thron. Und das ist eben am Unterschied zu diesem Gericht über die Lebenden, über die Schafe und Böcke zur Rechten und zur Linken nach Matthäus 25, 31 fortfolgende, nicht am Beginn des Reiches, des Millenniums, sondern am Ende der tausend Jahre, im Übergang zu neue Himmel und neue Erde. Hier haben wir das Gericht über die Lebenden. Das werden nicht so viele sein. Gehen Sie nur mal die 7 Siegel, 7 Posaunen, 7 Zornschalengerichte durch und lassen Sie Ihre mathematischen Kenntnisse spielen. Drittel, ein Viertel, das ist schon mal die Hälfte aller Menschen. Und dann gibt es noch so gewaltige Schläge, also es werden nicht mehr, sagen wir mal, es wären 8 Milliarden, wenn es losgeht, das wird es am Ende sicherlich nicht mehr sein. So, ich weiß nicht, wie wir sind, aber es wird Überlebende geben und die erleben das Gericht über Schafe und Böcke. Es gibt, Entschuldigung, das war das Ende des Millenniums, ihr müsst euch wehren, wenn ich das falsch sage, hier sind wir am Anfang. Hier wird das Gericht über die Lebenden sein. Ja? Da wird es auch schon erste Auferstehungen geben, aber das mag uns nicht interessieren. Aber jetzt das Gericht über den, am großen weißen Thron, am Ende. Und da geht es nicht mehr um die am Eingang des Reiches noch Lebenden, sondern da geht es um eine allgemeine Totenauferstehung und das allgemeine Weltgericht. Und denkt notwendigerweise, die Gemeinde ist weder Gegenstand des Gerichts nach Matthäus 25 und natürlich auch nicht am großen weißen Thron. Aber sie ist trotzdem dabei, weil Paulus vom Herrn inspiriert lehrt, dass wir die Welt, den Kosmos, Engel und Menschen richten werden. Das heißt, wir haben Anteil an den Herrschafts- und Regierungsaufgaben des Christus und er macht nicht alles selber, sondern er hat seine Glieder und so werden wir, ob alle und in welchem Umfang, weiß ich nicht, aber werden wir Mitrichter sein bei Schafe und Böcken und wir werden Mitrichter sein bei der allgemeinen Totenauferstehung. Also die Gemeinde ist schon da, aber eben nicht vor dem Gerichtstisch, sondern hinter dem Gerichtstisch, so wie ich jetzt zu Ihnen sitze, wobei ich natürlich jetzt nicht der Richter bin. Gut. Das apostolische Glaubensbekenntnis unterscheidet hier natürlich nicht. Da wird nur allgemein gesagt, er wird von dannen kommen zu richten die Lebenden, wir machen es gleich mal differenziert,
und die Toten. Da liegen aber 1000 Jahre dazwischen. 1000 Jahre, das sogenannte Millennium. Alle, die wirklich glauben, haben mit diesen Gerichten gar nichts mehr zu tun. Ja? Ich kann es nicht deutlich genug sagen. Wie soll ich es noch deutlicher sagen? Wenn Sie glauben, dass Jesus Ihr Herr ist, dass er für Sie gestorben, auferstanden ist, sind Sie gerettet und niemand kann Sie aus der Hand Gottes reißen. Die Hand Gottes ist über Ihnen. Der Geist Gottes wohnt in Ihren Herzen. Jemand, der Sie jetzt aus dieser Gewissheit reißen will, das ist der Teufel. Das ist ganz wichtig. Selbst die, die jetzt sagen, naja, das weiß ich doch, das weiß ich schon, da war es noch gar nicht geboren, weiß ich das. Lassen Sie Stunden der Krankheit, der Einsamkeit oder gar der Verfolgung. Corona hat ja schon manchen ein bisschen wackeln lassen, aber das war ja ein Schulausflug im Vergleich zu dem, was kommt. Und wenn man so allein für sich rumrudert und rumwurschtelt, da können plötzlich Dinge ins Rutschen kommen, von denen man nicht gedacht hat, dass sie noch ins Rutschen kommen. Dann denken Sie an 19.8. oder denken Sie auch an was anderes. Der Herr hat es uns schriftlich gegeben. Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hinübergegangen. Eidschwur des lebendigen Gottes, das zählt. Gott hat unterschrieben. Seine Urkunde. Ja, also wie sieht nun dieses Gericht, das sogenannte jüngste Gericht, aus? Wie geht es aus? Wer steht da nun genau und so? Sie wissen ja, dem Judentum wird der Vorwurf gemacht, dass sie immer so viele Fragen stellen. Ja? Da wurde ein Rabbi auch mal gefragt, sag mal, warum fragt ihr immer so viel? Und die Antwort des Rabbi war, warum nicht? Ja? Also Fragen, in der rabbinischen Streitkultur, im jüdischen Streitgespräch ist Fragen und Gegenfragen, das ist eine Kunst. Eine gute Frage ist ganz wichtig. Ja. Ich war früher ein absoluter Freund von Aussprachen im Anschluss an Seminare und auch bestimmte Konferenzen. Ich bin ein bisschen vorsichtiger geworden. Ich will es mal so sagen, weil die Anzahl derer, die gute Fragen stellen, etwas geringer ist als die Anzahl derer, die nicht so gute stellen. Ja? Und da habe ich manchmal den Eindruck, das zerfetzt so ein bisschen das, was jetzt in einer Stunde versucht wurde zu sagen. Aber Fragen sind wichtig. Wer lebt, hat Fragen. Gibt ein Buch, der Tod stellt keine Fragen. Das Leben schon, sage ich. Das Leben schon. Wenn Sie nicht mehr fragen, sind Sie Leben tot. Gott freut sich über ein aufgewecktes, neugieriges, interessiertes Kind. Gut, wenn Sie so einen Jungen oder so ein Mädchen zu Hause haben, das kann schon auch mal nerven, gell? So einer, der ständig, es gäbe mal eine Ruhe, das ist halt so, Punkt, gell? Vor allem, wenn man selber an die Erklärungsgrenzen kommt. Ja? Aber es ist doch schön, wie so eine Schlaftablette zu haben, dem sie einen Schnulli geben und dann hören sie 3 Tage nichts mehr. Es ist doch wunderbar, wenn so ein aufgewecktes Kind und nachfragen und der Vater freut sich, wenn wir uns für seine Sachen interessieren und wenn wir auch dumme Fragen stellen. Das ist doch nicht schlimm. Gott kann damit schon umgehen. Glauben Sie das nicht? Also Fragen, die Bibel lesen, auf die Antworten Gottes warten. Also am Ende des Millenniums findet dieses Gerücht statt. Darum heißt es auch in der Beschreibung bei der ersten Auferstehung in 20,5, also Kapitel 20, Vers 5, die übrigen der Toten, also die nicht der ersten Auferstehung teilhaftig sind, das heißt ja glückselig, Makarios, sie haben nicht angebetet das Tier, sie haben das Mahlzeichen nicht angenommen. Da merkt man schon, das sind Märtyrer der letzten Zeit, das ist nicht die Gemeinde. Sie werden mit dem Christus herrschen und regieren für 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Voilà. Und dann 2011 bis 15, jetzt sind sie vollendet. Adolf Pohl, so dient das Vergehen der alten Schöpfung dem Offenbarwerden des Menschen. Da gibt es kein Versteckspiel mehr. Und auch das Verbrennen, das Kremieren, das wieder im 19. Jahrhundert infolge des aufkommenden Freimaurertums und Atheistentums
stärker war. Heute sind es ja zum Teil 50, 60, in Großstädten manchmal 70%. Das war ja in der Anfangsphase auch mit der Ausdruck, danach kommt nichts, es ist aus, finito, gibt keine Auferstehung, es ist das absolute Ende. Das war auch ein Statement. Ich habe ja mal was geschrieben über, soll sich ein Christ kremieren lassen? Ich würde mich nie verbrennen lassen. Wenn sie es dann doch mit mir machen, wie die Nazis das mit den Juden gemacht haben, oder Nero bei der neronischen Verfolgung in Rom, sie als mit Pech einstreichen lassen und anzünden lassen hat, dann kommt der Herr damit auch klar, ja, das ist ja, nur es ist ein Unterschied, was ich will und was mir geschieht. Verbrennen ist eigentlich ein Gericht. Aber selbst die entkommen dem Herrn nicht, was ist das für eine schlichte Vorstellung? Ich lasse mich verbrennen und dann muss ich nicht ins Gericht. Alle müssen sie. Fritz Grünzweig, der Mensch wird sozusagen zwischen der vergehenden und der kommenden Welt festgehalten. In Vers 12, Sie können gern mitlesen, ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, da steht auch nicht dran, und alle, die Einkommensverhältnisse über 100.000 Jahreseinkommen hatten, rechts. Dann gab es eine Gruppe mit akademischen Titel und dann gab es die einfachen Leute. Wir mögen lachen, aber ist so. Gibt keinen Unterschied, die Großen und die Kleinen. Das interessiert den Herrn überhaupt nicht. Selbst Paulus vom Geist Gottes sagt, wenn sie auch irgendein Ansehen hatten, ist mir egal. Petrus sagt aber auch um Paulus, Ehre wem Ehre gebührt. Das heißt nur nicht, dass man über alles drüber pflügt und die Bundeskanzlerin da behandelt wie sonst wie. Das geht gar nicht. Es ist ja Verantwortungsträgerin, für die wir zu beten haben und die wir natürlich mit Respekt und Ehrfurcht zu behandeln. Aber vor Gott, groß oder klein, was ist das schon? Und ich sage mal, eine Mutter, die tapfer ihre Kinder unter schwierigsten Bedingungen, zum Beispiel nach dem Krieg, weiß ich etliche Fälle, zum Beispiel unser früher Bundeskanzler hat es ja erzählt, dass seine Mutter unter großen Entbehrungen als Putzfrau ihm ermöglicht hat, Gerhard Schröders Mutter zu studieren. Ja? Nun weiß ich nicht, ob da der Glaube eine Rolle gespielt hat, wahrscheinlich eher nicht, aber ich sage nur, was bei uns groß ist, muss bei Gott noch lange nicht groß sein. Aber was groß und klein in der Welt ist, das interessiert Gott nicht. Alle müssen sie kommen. Das Meer gab die Toten wieder, das Totenreich, da merken wir, es gibt verschiedene Untersuchungshaftanstalten. Und die sind natürlich schon wahrscheinlich ausgerichtet auf die zu erwartende Strafe. Ich kann da nicht stehen bleiben, aber auch das Strafmaß ist nicht der Einheitsleisten. Das ist ja das Kennzeichen einer Diktatur. Ob Gummibärchen geklaut oder ein Mord begangen, immer die gleiche Strafe. Das ist ein Unrechtsstaat. In Offenbarung 19 heißt es, dass er Recht verschaffen wird. Ekdikein, da taucht die Justitia auf im lateinischen Text. Es wird genau zugemessen. Gibt es auch Unterschiede. Nicht einfach nur rechts, links, Ende. Die Großen und die Kleinen, alle kommen sie aus den Gefängnissen. Und das finde ich so schön, das ist auch Beispiel einer lebendigen Demokratie, also einer funktionierenden Demokratie. Bei uns stand schon der Bundespräsident vor Gericht. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben. Wolf musste ja mal einen Strafprozess, ich glaube, er wurde aber freigesprochen, weiß gar nicht genau. Aber in Israel haben sie ja, Kazafas, glaube ich, haben sie sogar verurteilt. Er musste ins Gefängnis. Ja. Das ist eigentlich das Zeichen einer echten Demokratie, ohne Ansehen der Person, deswegen hat ja die Justiz ja auch eine Binde vor den Augen, ja? Dass sie ohne Ansehen der Person ist völlig wurscht, reicher Fabrikant, wichtiger Mensch im Staat, in Gesellschaft oder völlig unbedeutende Person, ohne Ansehen der Person, das ist bei Gott gewährleistet. Jetzt die Gerichtsmaßstäbe, es gibt Gerichtsakten, das ist eigentlich alles akkommodierte Sprache, das heißt, das wird dargestellt, damit der Mensch weiß,
was geschieht, aber das ist nicht unbedingt, dass da jetzt so ein Engelchen mit so kleinen Flügeln kommt und der hat dann auch so einen Ordner unter dem Arm und sagt, Mensch, hat ein bisschen gedauert, die Akten von der Hanna, die lagen ganz unten, ach so, du musst ja gar nicht mehr erscheinen da, das ist ja klar. So, und, aber das Bild ist, es wird alles offenbar, man schlägt auf und man ist offen, da hört jedes Versteckspiel auf. Und jetzt kommt etwas sehr Wichtiges, auch die Motivation, die herzensinneren Zusammenhänge werden mit berücksichtigt. Das ist ja, die Schrift kennt ja ein reines Tatrecht. Die kennt ja ein reines Tatrecht. Also der und der Straftatbestand, wer eine bewegliche Sache stiehlt, an sich nimmt und so weiter, der begeht einen Diebstahl. So. Das ist, und da wird das subsumiert, was hat er gemacht? Ja, der hat die Brezel von der Oma geklaut und so. Und dann ist der Straftatbestand schon erfüllt und es hat eine Rechtsfolge. Der wird bestraft, weiß ich nicht, bis zu 2 Jahren. Okay? Strafe kann auf Bewährung ausgesetzt werden. Jetzt hat aber die irdische Gerichtsbarkeit in der Neuzeit, und da maßte sich aus meiner Sicht ein Stück weit ein bisschen die göttliche Seite an, angefangen zu sagen, ja Moment, wir dürfen ja nicht nur gucken, dass der jetzt da was gestohlen hat, sondern was hatte der für eine Kindheit und wie ist dem früher gegangen und diese Dinge. Und jeder, der ein bisschen denken kann, merkt ja, das spielt ja eine Rolle, das ist ja klar. Das ist ja absolut klar. Aber da scheitern wir natürlich, weil wir den Menschen nicht wirklich sehen können, nicht wirklich durchleuchten. Es ist also ein untauglicher Versuch. Nach der Bibel soll es ein reines Tatbestandsstrafrecht geben. Aber dort, Dieter, dort am großen weißen Thron, da wird alles offenbar. Auch unsere Motivation, und da kann es sogar sein, dass von außen betrachtet einer was Schönes, Nettes getan hat und von innen betrachtet war es eine Boshaftigkeit und Gemeinheit. Das dauert auch nicht lange. Aurelius Augustin sagt, durch göttliche Energie und Kraft kann man in einem Augenblick sein ganzes Leben überblicken. Da müssen nicht 80 Jahre Filmmaterial laufen, ja? Das wär ja aufwendig für all die Menschen, die gelebt haben. Und nun gibt es da noch so einen Gegenabgleich, das Buch des Lebens. Das ist sozusagen, da ist man registriert, wenn man berechtigt ist, vom Baum des Lebens, von Christus, in der Christusgemeinschaft zu leben, vom Brot des Lebens zu essen, wenn man zur Familie Gottes gehört. Ja? Und das wird jetzt auch aufgeschlagen. Also da werden die Gerichtsakten aufgeschlagen, so. Es geht ja, ich sage es nochmal, ich hoffe, ich langweile Sie nicht und sage, Mensch, wir haben es ja schon verstanden, dass es manchmal, wenn Leute alles 5-mal wiederholen, dann sage ich schon mal, ich habe es jetzt verstanden. Ja, okay, also, aber ich sage es nochmal, Sie können jetzt innerlich sagen, wir haben es verstanden. Kein Glaubender wird dort gerichtet. Allenfalls sind wir Richter. So. Und von den Nicht-Glaubenden und nicht Lebenden zu Beginn des Reiches werden dann Akten aufgeschlagen. Da liegt alles bloß und offenbar. Und jetzt schaut noch jemand ins Buch des Lebens, ob er da vielleicht drin steht. Denn wenn er da drin stünde, dann wäre alles andere weggewischt. Ja, verstehen Sie? Wenn er drin stünde. Jetzt gab es in der Auslegung gibt's 2 Richtungen. Die einen sagen, das ist sozusagen nur noch mal so ein Sicherheitsabgleich. Falls wir einen übersehen hätten, guckt man noch mal sicherheitsmäßig ins Buch des Lebens, ob er nicht drinsteht. Aber dieser Ausleger sagt, es wird gar keiner drinstehen, weil der darf da gar nicht mehr erscheinen. Der ist ja schon gerettet, wenn er im Buch des Lebens steht. Okay? Andere sagen, doch, es kann welche geben, die im Buch des Lebens stehen. Sie denken an den Christus das Evangelium im Totenreich verkündigt hat. Gerhard Mayer gehört etwa zu denen, auch Heinz Schumacher. Und Adolf Pohl denkt an Menschen, denen das Evangelium nie verkündigt worden ist. Aber eins muss man sagen, das Gros der Menschen wird an diesem großen weißen Thron in den zweiten Tod ins Feuergericht gehen. Jetzt muss ich aber da noch einen Satz dazu sagen, zu den Gerichten Gottes. Sie können das auch mal in der Bibelstunde nachhören, da habe ich mal ganz generell über die Gerichte Gottes gesprochen, das ausführlich gemacht. Ich will nur mal die 3 Kernsätze nennen. Gerichte Gottes sind nicht ziellos, sind nicht sinnlos und sind nicht endlos. Also wenn es jetzt in den Feuersee geht, das ist kein Zuckerschlecken.
Dort wird die äußerste Finsternis sein, Zähne klappern. Und der Herr, der sagt, dann können wir nicht sagen, wird schon nicht so schlimm sein. Das ist schrecklich, ja. Aber kein Gericht Gottes ist sinnlos, ziellos und endlos. Das ist mal ganz wichtig. Damit verfolgt Gott auch Ziele, aber es wird Gericht angeordnet. Wir sehen, an Gott kommt keiner vorbei. Aber es gibt gewaltige Unterschiede. Es gibt solche, die das Gericht schon hinter sich haben, die Gemeinde, und solche, die das Gericht erst noch vor sich haben. Und die Frage ist natürlich, zu welcher Gruppe gehörst du? Das muss jeder für sich beantworten. Und wenn du sagst, na, ich bin mir nicht so sicher, dann kannst du heute sicher und gewiss sein und diesen Saal mit dieser Gewissheit verlassen, dass du zu der Gruppe gehörst, die das Gericht schon hinter sich hat. Das ist ja eine der Grundbotschaften der Bibel. Und die müssen wir eben auch sagen. Ein Gott der Barmherzigkeit, der Huld, der Liebe, aber auch ein Gott, der Gericht übt und ein Gott, der Gericht für notwendig hält. Und das können wir auch nicht wegtheologisieren und wegerklären. Und mir sagte mal ein alter Bruder, den ich schätze, längst beim Herrn, der sagte dann, es kommt einfach nicht klar, wie in der Offenbarung noch so viele Gerichte sein können. Und ich glaube, das Problem ist die falsche Vorstellung, was Gott mit dem Gericht bewirkt. Und ich habe mich ja, wenn ich diesen Vortrag halte über den Sinn der Gerichte, dann komme ich ja am Ende zu dem Satz, den Ernst Ferdinand Ströder auch ausgesprochen hat, die Hölle ein Erweis der Liebe Gottes, das Gericht ein Gnaden- und Lebensakt Gottes. Aber das ist natürlich, das müsste man jetzt entfalten. Ja, nur dann kann man mit den Gerichten klarkommen. Wenn man das nicht sieht, dann muss man sagen, was ist das für ein Gott, der so unbarmherzig für alle Ewigkeit dreinschlägt. Also es ist aber eben auch die Warnung dabei. Und es ist schon auch etwas, was wir bedenken müssen. Und was wir nicht verschweigen sollten. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, es gab ein paar spezielle KZs auch. Zum Beispiel hatte man in den Niederlanden ein Spezial-KZ, da hat man besonders, Entschuldigung, wenn ich das so sage, weil sie wirklich wie Ware behandelt wurden, wertvolle Juden besser behandelt wie sonst in den KZs. Warum? Man erhoffte sie im Austausch mit den Alliierten für irgendwelche Vergünstigungen. Also sie waren so eine Art Geisel, die man nochmal vielleicht austauschen wollte. Und die durften natürlich dann nicht gleich, entschuldige, wie ich so sage, verheizt werden. Ja? Und, aber trotzdem, auch in diesem KZ war das Schrecken gegenwärtig, denn immer montags um 21 Uhr gab es eine Liste, wo dann auch aus diesem relativ für KZs guten Lager welche nach Osten, nach Auschwitz kamen. Sie wussten zwar nicht, was in Auschwitz geschieht, aber eins haben sie sehr schnell gemerkt, da kommt nie einer wieder. Und da können Sie sich vorstellen, wie die Insassen am Montag um 20.59 Uhr, ach was, die waren schon ein paar Stunden vorher nervös, die waren schon einen Tag vorher nervös, denn auf dieser Liste stehen, das hat bedeutet, raus aus diesem Bereich in ganz andere Verhältnisse. Ungeheure Spannung. Also, und das müssen wir einfach sagen, wir wollen hier nicht alles verharmlosen. Wer Gott nicht beim Wort nimmt und nicht ernst nimmt, auch in seiner Gerichtsseite, der ist eben auch nicht im Gleichmaß der Evangeliumsverkündigung. Ich kann nicht in der Bibel rausstreichen, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. So ist es und es hat seinen Sinn und es hat sein Ziel. Peter Brunner, ein bekannter evangelikaler Theologe, der übrigens auch, also ich weiß nicht, heute kommt ständig mit dem KZ, der saß in Dachau, war aber nach der Nazi-Diktatur von 47 bis 68 Professor für systematische Theologie in Heidelberg. Und er hat die ganze Theologie auf einem Bogen niedergeschrieben. Ich lese Ihnen mal nur zwei Artikel vor, weil sie das Grundlegende der Rettung des Evangeliums zum Ausdruck bringen. Professor der Theologie, praktischer Theologe. Ich glaube, infolge des Sündenfalls bin ich mit allen Menschen schon mit der Geburt unter die Herrschaft der Sünde, des Todes und des Teufels getreten. Ich habe mich von Gott in Feindschaft abgewandt. Ich kann mit meinen eigenen Kräften seine Gebote nicht erfüllen. In der Verfassung, in der ich geboren bin,
bin ich notwendig und dennoch schuldhaft ein Sünder, der unter Gottes Zorn steht. Daher bin ich im Gericht Gottes verloren, verdammt und tot in Ewigkeit, wenn mir nicht Rettung kommt von woanders her. Das war der zweite Glaubensartikel in diesem der Theologie auf einem Blatt Bogen. Jetzt der vierte. Ich glaube, die Rettung aus Verlorenheit, Verdammnis und ewigem Tod ist für mich und alle Menschen gekommen in Jesus Christus, der wahrhaftiger Gott ist, vom Vater vor aller Zeit in Ewigkeit geboren, der um unserer Rettung willen auf die Erde gekommen, auch als wirklicher Mensch geboren und in allem uns Menschen gleich geworden ist, doch ohne Sünde. Er hat nach dem Willen des Vaters in freier Hingabe Gottes Zorn und Gericht in seinem Leiden und Sterben erduldet, die Herrschaft von Sünde, Tod und Teufel zerbrochen und aus Tod und Grab heraus in seiner Auferstehung ein neues, unzerstörbares Leben ans Licht gebracht, das allein und in Wahrheit Leben ist und ewig wird. Und das ist die Kernbotschaft. Und wenn die Kirchen endlich sich darauf wieder besinnen würden, statt eine politische Partei zu sein, Entschuldigung, wenn ich das mal so deutlich sage, dann würden die Menschen auch wieder vor den entscheidenden Fragen des Lebens gestellt werden und merken, dass das, was in unserem Land geschieht und was weltweit geschieht, auch etwas mit unserer Frage, mit der Gottesfrage zu tun hat. Und dass wir vor Gott in der Verantwortung stehen. Und das ist eine Botschaft, die wir sagen müssen. Es ist ein wunderbarer Herr. Aber täusch dich nicht, du kommst an ihm nie vorbei. Und dann darf man das Kreuz und die Rettung groß machen, dass dieser Herr nicht nur das letzte Hemd, sondern alles gegeben hat. Also, Sie sind jetzt spätestens, es sei denn, Sie sind eingeschlafen, aber spätestens heute Abend können Sie nicht mehr sagen, ich habe von allem nichts gewusst. Das ist jetzt passé. Albert Einstein, der Ulmer schwäbische Physiker, hat gesagt, so ein bisschen spaßhaft, Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert, und Praxis ist, wenn es alles funktioniert und niemand weiß, warum. Ja? Und dann hat er gesagt, in diesem Fall haben wir Theorie und Praxis kombiniert, nichts funktioniert und niemand weiß, warum. Sie wissen es jetzt. Sie wissen es jetzt. Sie stehen in der Verantwortung vor Gott. Und ich möchte schließen, indem ich sage, dass das ja Konsequenzen für unser Leben hat. Das heißt ja jetzt nicht nur, dass ich sage, super, habe ich auch schon vorher gewusst, die Bibelstunde hätte ich mir sparen können. Ich wusste ja schon, dass ich ein Geretteter bin. Ich wusste schon, dass ich nicht ins Gericht komme. Ich wusste ja, dass ich vielleicht Richter sein werde. Ich wusste ja, wer am großen weißen Thron erscheinen muss. Und ich weiß ja, dass die Gerichte nicht sinnlos, nicht endlos sind und ohne irgendetwas, ohne Maßstab und ohne Verhältnismäßigkeit. Aber das ist nicht alles, dass wir das wissen, sondern das hat jetzt eine Lebenskonsequenz. Wenn dem so ist, dann sollten wir unser zukünftiges Leben daran ausrichten und orientieren. In dem Propheten Jeremia heißt, die Völker mühen sich fürs Feuer. Ich habe schon manchmal erzählt, meine erste Ferienarbeit, 14, 15 Jahre auf dem Bau, habe ich schon manchmal erzählt. Chefin, also die Oma, Seniorchefin, die Mutter vom jetzigen Chef, also damaligen, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht völlig verwirrt, die hat uns den Hof da aufräumen lassen, den Bauhof, aber wirklich schwere Arbeit. Geschwitzt wie die Schweine, das dahin, das dahin, das dahin. Und dann kam der Juniorchef irgendwann nach einer Woche und sagte, ja Mutter, doch nicht so, das muss da alles weg. Dann guckt die Oma uns an und sagt, ja Bube, das tut mir jetzt aber leid, also Kommando Biberle wieder rückwärts. Das war für die Katz, gut, es gab 5 Mark die Stunde. Wir haben ja sowieso nur die Stunden gezählt, was wir machen mussten, war ich auch egal, aber irgendwie war es doch ein bisschen frustrierend. Aber wollen Sie am Ende Ihres Lebens sagen, ich bin gläubig, ich bin wirklich gläubig und ich weiß, dass ich gerettet bin, aber raus kommt eigentlich zero, nothing, null, nichts. Das wollen wir doch nicht. Schon aus der Liebe wollen wir das doch nicht. Sie haben doch Kinder, Sie haben doch einen Ehepartner, Sie haben doch Menschen. Die Völker mühen sich fürs Feuer und wir wollen uns nicht fürs Feuer mühen. Und dazu brauchen wir den Christus in uns, dass er sich entfalten kann, dass wir ein Leben im Licht führen können und dass wir unser Leben, wie es Augustin sagt, sub ratione Dei sehen, das heißt aus dem Blickwinkel Gottes. Was ist eigentlich für Gott wichtig? Ist für Gott wichtig, ob ich jetzt noch da das so mache oder nicht mache oder den Karrieresprung noch mache oder nicht mache? Es gibt ja 1000 Dinge.
Was ist Gott wichtig? Das soll mir auch wichtig sein. Und wir werden ja jeden Tag älter, ihr auch? So, und da ist ja auf der einen Seite wird es immer mehr, was abgelaufen ist, und auf der anderen Seite wird es weniger, was noch auf dieser Welt für uns kommt. Nun haben wir kein Fatalismus, keine Hilfe. Es geht dem Ende entgegen, es geht ja dem Leben entgegen. Aber die Zeit, wo wir fruchtbar sein können durch die Gnade des Herrn, die nimmt ab. Und ich möchte nicht die letzten Wochen, Monate, Jahre mit irgendeinem Krimskrams verbringen und mit irgendeinem kleinkarierten Ding, sondern mit der Sache des Herrn. Und da brauche ich ihn. Und das hat eine Konsequenz. Verstehen Sie, was ich sage? Die Völker mühen sich fürs Feuer. Die Menschen, die es nicht wissen, okay. Die Menschen, die es nicht richtig glauben, okay. Aber wir wissen es doch. Und wir wollen doch nicht unser Leben verdrödeln. Also es geht nicht nur um die Frage, ob wir unser Lebenshaus auf Sand bauen, sondern was Gott darauf aufbauen kann. Und Paulus sagt, und damit schließe ich, ihr seid unser Ruhm. Er hat in Seelen investiert. Ihr seid meine Krone, meine Herrlichkeit. Es ist ja schon unter Pädagogen in Menschen. Das ist das Entscheidende. Und jetzt fragen Sie sich mal, für welche Menschen Sie die Verantwortung tragen und wo Sie von Gott und in Gottes Namen investieren dürfen und ob Sie das tun. Für alles Zeit, aber nicht für meine Familie. Für alles Zeit, aber nicht für die Gemeinde. Für alles Zeit, aber Bibel lesen, das klappt nicht. Für alles Zeit, aber Gebet ist eng. Keine Moral, sondern Mut, den Schritt zum Leben machen, das fruchtbar ist. Amen. Vater, wir danken dir, dass dein Wort Licht und Orientierung gibt. Wir danken dir, dass du uns mit hineinnimmst in dein gewaltiges Handeln, in diesen großen Prozess, die großen Ziele, die du hast. Und auch die kleinen Ziele um uns her, mit uns, und dass wir uns mit hinein verweben lassen dürfen in dein Wirken. Und das mögest du uns schenken, dass dein Wort auf einen fruchtbaren Boden fällt, auf einen fruchtbaren Herzensboden und durch deine Gnade 30, 60 und 100-fältige Frucht wird. Frucht des Geistes. Gepriesen und gelobt seist du. Amen. Wenn nach der Erde, wie heißt es genau, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen ziehe ein. Mit diesem Lied wollen wir, bevor wir uns dann noch unter ein Wort des Segens stellen, fortfahren. Thank you.
Wir wollen uns für Gebet und Segen nochmal erheben. Herr Jesus Christus, danke, dass wir unter deinen guten Mächten so wunderbar geborgen sind. Bitte lehre uns, getrost zu sein, egal was da kommt. Du bist bei uns an jedem Tag unseres Lebens und hilf, dass wir das auch an schweren Tagen glauben können und dir vertrauen. Herr, ich bitte dich, entfalte dich in unserem Leben. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen.